Da warten die Mongos auf mich. Ich habe mich Göttern und Dämonen widersetzt. Schön. Das war jetzt ein ganz, ganz billiger Wortwitz mit den Mongos, weil die Teile hier Mongos heißen. Oder heißt. Moment mal. Heißen doch Mongos. Nicht Mongos. Okay. So, jetzt erstmal Ghosts und Banshees war das? Genau. Nee. Mach Chopper. Chopper hält ein bisschen viel aus. Mach die platt. Oh, oder auch nicht. Ihr habt es ja schon erledigt. Oh, da bin ich aber schnell tot. Okay, ich sollte mich weniger um die Phantoms kümmern, als die Bodenscheiße plätten einfach mal. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ah, fuck. Okay. Erst das töten, was mich töten kann. Bleiben wir dabei. Wir halten uns jetzt an den Plan. Mann, warum müssen diese Kabeldinger so beschissen sein? Also, Kabelgitter. Du kannst hier bitte bleiben und mich mit beschützen. Das bringt ja gar nichts. Mann, die schönen Waffen kann ich nicht einsetzen, weil ich viel zu schnell sterbe. Am besten immer ein Zweier-Team bilden. Mit einem anderen Mongo. Ah, die treffen ja nicht, die Deppen. Ist einer meiner Kollegen gerade runtergefahren? Ja, bist du doof oder was? Jetzt sterbe ich wegen der Doofheit von NPCs mal wieder. Oh, er wartet da ewig, bis er schießt und dann schießt er daneben. Was für ein Affe. Schießt doch nicht auf den Phantom, bist du bescheuert. Worauf warten die denn immer beim Schießen? Knüppel doch mal weg! Wo schießt du hin? Junge! Ihr seid eine Enttäuschung. Immer wieder seid ihr eine Enttäuschung. Ah, Mist, der geht nicht schnell genug vom Geschütz weg. Nö, jetzt sterbe ich hier am laufenden Band. Und jetzt wieder hier. Alter! Du bist zu nichts zu gebrauchen, Junge! Du bist zu nichts zu gebrauchen! Ich will einen anderen Hintermann! Wer hat dich bei der Army zugelassen? Dass du erstmal die Todesgefahren beschießt, die auch auf ihn schießen. Oh nein! Ich schieß erstmal der Blöde in die Luft rum. Da, die nach vorne. Du bist so ein Arsch. Soll ich dich noch näher ranfahren, oder?
Ja. Nächste in Anflug. Ich höre doch hier wieder ein Phantom, oder nicht? Ja, da. Du bist so eine Vollpfeife! Na! Ey, du da, du kommst mit mir nach. Du hast dich gerade echt ein meiner eigenen Leute. Doch, der hat den Du, Vollarsch. Ich hab Minuspunkte bekommen dafür, dass er die eigenen Leute trifft. Was für ein Arsch. Du bist eine Schande, aber richtig. Vollpfeife. Der ist selbst für einen NPC zu dämlich. Und das heißt schon was. Mach. Oh, das war die perfekte Möglichkeit, da immer was zu reißen. Oh nein. Schieß rauf. Auf die Viecher! Ich bin zu sehr Halo Reach gewöhnt, glaube ich. Weil in Halo Reach sind die Leute wenigstens schlau genug, auf die Fahrzeuge, die da dran hängen, zu schießen. Nicht verfehlen, du Pfeife! Boah! Ich könnte heulen. Ehrlich, das ist die Härte. So etwas Dummes auf dem Hinter. Oh. Okay, muss ich also doppelt intelligent jetzt sein und mich. Ich will mich ja nicht die ganze Zeit nur verstecken. Ist doch kacke. Was ist das hier eigentlich? Geht's ja rein. Wo bleiben die neuen Phantoms? Da bleiben sie. Gut, er hat das Geschütz runtergeballert. Jetzt hier bitte auf irgendwas hier vorne. Jetzt! Da hat mich ein scheiß Banshee abgeschossen. Ah, das ist hier gerade ein bisschen. Na. Unschön. Ach, der schießt mal wieder dahin, wo er nicht hinschießen soll. Weil ich so ein guter Fahrer bin. Oh mein Gott. Mach den da platt. Du Vollarsch! Du hättest wieder fast. Was für ein Vollarsch! Boah, war ich schnell weg. Das ist peinlich. Ehrlich, das ist peinlich. Mach den Blatt! Ich werde selbst von dem Blatt getötet. Sollen sich die anderen doch drum kümmern und klopp. Die sind alle tot. Das ist sehr schlecht. Bist du bescheuert? Schieß doch nicht da oben hin. Oh, jetzt hat der. Da wurde gerade eine Flak geschützt abgemäht.
Der hat eine Reaktionszeit! Das ist so... Seit wann bist du so dumm? Stellung halten, Marines! Jetzt kümmere dich um die anderen! Schieß! Alter, auf was wartest du? Wo kommt die zweite Granate her? Der war doch schon tot! Alter! Ich kann nicht mehr! Ich will nicht mehr! Ihr seid alle sowieso so doof! Dreckstein! Verdammt! Glückwunsch, du hast den Gegner getroffen. Nein, ist noch nicht. Ich fahre jetzt zum Schiffswrack. Da. Beweg dich, Phantom, beweg dich. Ja! Den jagen wir hinterher! Nicht auf Kollegen schießen dabei! Dann sorg dafür, dass er stirbt! Niedriger zielen! Niedriger zielen! Der schlechteste NPC-Schütze aller Zeiten. Du bist selbst für einen NPC zu dumm. Baller ihn um! Junge, das ist echt... Du bringst mir jetzt echt viel, muss ich echt sagen. Danke. Aber du bringst mir gar nichts, muss ich ehrlich mal sagen. Ah ne, das ist ein Verbündeter. Okay. Bewertung. Bewertung der Lage? Oder Bewertung... Ah ne, der ist tot. Ein Glück. Es kommt. Ja, es kommt näher. Ah, Feuer, 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 Feuer. Der kriegt erstmal volle Ladung. Genau, das Hinterteil abschießen.
Mach die kleinen, trifft hoffentlich treffe ich genug Leute auf den Ding. Ist ja eine. Okay, ich gehe nach oben. Stillstand. Gut gemacht. Wer auch immer da den gerade abgeschossen hat. Ah, das Ding ist natürlich schwer zu treffen. Da habe ich ihn mal kurz im Ski geschossen. Das Ding hat mich komisch angeguckt. Im Gegensatz zu den Scary aus Halo 2 ist es natürlich ein anderer Scarab, andere Scarab-Bauart. Und der besteht genau wie die Jäger aus diesen Würmern. Die Jäger bestehen ja aus so einem Wurmkollektiv eigentlich. Für die Grunts sollte ich lieber mal. Ich glaube, ihr wisst gerade, was ich für Problem gerade hatte. Mein Kampfgewehr ist weg. Das. So. Na, man muss echt in den richtigen Augenblick die treffen können. Was ich auch nicht kann. Da hat er mich bemerkt. Ein Glück hat er schnell abgelassen, auf mich zu schießen. Wir erstmal die Jungs da auf den. Oh, fuck. So krieg ich doch die Penner nicht weg. Ja, der lebt noch. Wie zur Hölle hast du das überlebt? Du hast. Okay, die machen das mit den Dings. Das ist jetzt natürlich scheiße. Noch eine Kugel. Ah, der hat mich das Hauptgeschütz erwischt. Das habe ich nicht bemerkt. Okay, diesmal läuft es hoffentlich besser. Das läuft hier gar nicht mit dem Scarab, beziehungsweise eigentlich. Das Scarab ist eigentlich nicht wirklich das Problem. Ich habe nur die falsche Waffe weggeschmissen. Beziehungsweise ich muss aufpassen, dass die. Ich glaube, ich habe die aus Versehen runtergeschmissen. Das war das Problem. Schöner Treffer. Aufpassen, dass mich da nicht irgendwie was anderes Größeres anvisiert. Schöner Heady. Schick, schick, schick. Okay, ich muss aufpassen, dass ich nicht von meinen eigenen Leuten getroffen werde. Beweg dich mal. Beweg dich! Ha, runtergeschossen! Wir ziehen sein Feuer auf uns! Nehmen Sie Raketen, zielen Sie auf die Gelenke! Oh.
Da ich noch. Reichen doch! Dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich! Dreh dich mit deinem Arsch zu mir! Beziehungsweise dein Arsch gehört mir! Kommt schon, Drecks Scarab Ding Gedöns. Der Scheiter. Alter, wie muss ich jetzt runterspringen oder was soll das? Na gut. Na gut. Da haben wir noch einen. Muss auf meine Gelegenheit warten. Geh mal auf den anderen Kran. Bat hier genau rechtzeitig. Ich mach nur meinen Job. Ja, mach die mal. Ich muss mich ja eh um die Knüppel da oben kümmern. Von den Kran kann ich jetzt raufspringen eigentlich, aber der Typ ist ja noch im Weg. Guck mich nicht so an! Warum ich das jetzt gemacht habe, bringt mir mehr gegen den Brute. Sind die alle tot? Okay, Leute. Macht euch ja auf eine fette Detonation bereit, gefasst. Was auch immer. Du schießt nicht mich dabei, bitte. Ich bin allzu hoch. Nicht mich beschießen, nicht mich beschießen, nicht mich. Nicht mich! Ich hätte jetzt gern so einen Raketenwerfer einfach mal mit. Weg hier, gleich Kraft! Ganz weit weg, ganz weit weg! Ich will die Explosion mir natürlich angucken. Yeah! Arbeit. Im nächsten Bereich gibt es ein Luftabwehrgeschütz der Allianz. Schalten Sie es aus, damit Lord Hood seinen Angriff beginnen kann. Ja. Ich habe kein Wort verstanden, was er gerade gesagt hat. Johnson, ich habe dich nicht verstanden. Jetzt dürfen wir erstmal da hochlaufen. Ich nehme das Ding mit. Außer da liegt jetzt, da steht jetzt noch so ein Flakgeschütz, dann nehme ich das mit. Ja, mit einem Luftabwehrflak-Raketengeschütz erstmal. Ach, hey, Arbeiter, was geht? In eurer Allianz gab es einst Ehre. Und so soll es wieder sein. Wir haben dieses Gebiet abgeschottet, Sir. Folgen Sie uns, wir bringen Sie durch. Ich will eine Flak. Wo sind die? Ich wollte hier in den geschlossenen Raum mal einsetzen. Oh, Menno. Na gut, ich habe hier meine Plasma Gatling. Oh, Munition, dankeschön.